Hallo Roblox-Freunde, was geht ab? Willkommen heute wieder zurück zu einer lang ersehnten Folge von Roblox, liebe Leute. Heute habe ich mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch herausgesucht. Und zwar werden wir eine Filiale bauen. Ich möchte euch nicht spoilern, was es für eine Filiale wird. Man kann dort essen gehen, ja. Und wir haben jetzt hier unser eigenes Grundstück. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das gefunden hatte, weil ich das Ganze irgendwie nicht verstanden habe. Weil manchmal ist das bei Roblox voll kompliziert irgendwie. Und da hilft auch irgendwie einer im Keim oder irgendwie, keine Ahnung, ist das irgendwie voll merkwürdig. Ist ja auch egal. Leute, wir können tatsächlich anfangen. Wir haben hier Cash. Wir haben 31 Cash haben wir hier schon. Hier sammelt sich das ganze Geld. Um das einzusammeln, kann man hier drüber laufen und dann kassiert man das und da drüben baut schon einer fleißig an seiner Filiale rum. Ich möchte euch nicht zeigen, was es wird, Leute. Ihr könnt ja ein bisschen erraten. Vielleicht seht ihr es auch am Titel. Wahrscheinlich seht ihr es auch am Titel. Ich bin dumm. Egal. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, dass das Ding hier anfängt zu arbeiten. Zack, boom, bam. Und wir können dann tatsächlich mit 70 Dollar hier das Ganze erweitern, indem wir hier einen neuen Dropper bauen, Leute. Ja, hier wird nämlich gerade am Fließband gearbeitet. Richtig schön. Hier steigt das Geld. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis hier sich das Ganze steigt. Dann können wir hier schon mal die 11 Dollar einkassieren. Der gute Mann da drüben, der arbeitet auch schon wie ein fleißiges Bienchen, Leute. Wir sind auch heute ein fleißiges Bienchen. Wir werden natürlich unser Bestes geben, dass wir heute hier unsere Filiale zumindest ein bisschen sichtbarer machen. Kann man das so nennen? Präsenter hier für euch zusammen hier zusammenbauen und sowas, wenn ihr versteht, was ich meine. Ergibt das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, wir gucken jetzt einfach mal, dass es sich das Ganze hier heute ein bisschen beschleunigen lässt. Ich habe mir jetzt sogar hier extra Premium gekauft, weil ich nämlich davor schon aufgenommen hatte und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und so. Und es hat halt voll lange gedauert und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Und hier können wir dann tatsächlich schon unsere erste Wand für 500 Dollar bauen. Das ist eine ganz interessante Sache. Hier geht das Ganze auch schon ein bisschen schneller hier mit dem... Ah, ich glaube, man hat es gerade im Hintergrund gesehen. Nein! Ist ja auch egal, Leute. Ich werde es jetzt einfach sagen. Wir bauen heute einen McDonald's, ja? Wir bauen heute einen McDonald's. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis mehr, weil der nette Herr da hinten hat es schon einfach fertig gebaut. Ich weiß nicht, wie der das so schnell gemacht hat, weil ich habe irgendwie voll lange gebraucht und es dauert auch irgendwie ein bisschen länger. Tatsächlich hier das Ganze einzukassieren und sowas. Hier ein bisschen Geld nochmal. 125 haben wir jetzt. Wir können hier da tatsächlich nochmal einen zweiten Dropper dazu kaufen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt ein bisschen warten, bis wir jetzt hier die ersten Wände bauen können und sowas in der Art. Obwohl, wenn wir das hier nochmal ein bisschen schneller machen, nehmen wir mal das hier so und dann machen wir hier mal nochmal einen hin. Dann müsste das Ganze doch 10-mal so schnell gehen. Oh, wir können sogar für 300 Dollar können wir sogar das Ding dann upgraden. Aber so wie es aussieht, geht das Ganze ja auch eigentlich schon so schnell genug. Guck mal hier, 36, 39, zack, zack, zack. Das Ganze geht hier auch schon ziemlich flotti karotti. Okay, mega cool. So, Leute, ich habe mir jetzt hier noch das zweite Update hier gekauft. Und zwar ist es das Upgrader gewesen, das Upgrader 2. Und tatsächlich, Leute, geht das Ganze dann auch mega, mega schnell. Hier kannst du, glaube ich, nur mit richtigen Robux bezahlen. Habe ich eigentlich noch welche? Nein. Ich habe tatsächlich, you need 27 more Robux. Ich habe tatsächlich nicht genug Robux, obwohl ich 400 gekauft habe, Leute. Ich habe 500 Euro. Ich habe 500 Euro. Alter. Ah, 500 Euro. Nein, 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 nein. Vergesst es. Ich habe keine 500 Euro ausgegeben, sondern ich habe 5 Euro ausgegeben und habe dafür 400 Robux bekommen. Oder 500 Robux bekommen. 500 Euro. Ich glaube es auch, Alter. Als ob ich 500 Euro in Roblox investiere. Okay. Tatsächlich haben wir jetzt schon 1258 Cash. Das bedeutet, meine Damen und Herren, wir können tatsächlich hier schon die allererste Wand kaufen und Booyakasha! Ja! Super! Das hier wird unser McDonald's, Leute. Seht ihr das, wie super toll der aussieht? Hier 750 Cash, zack. Dann bauen wir jetzt hier auch schon mal direkt die nächsten Dings. Hier können wir dann auch die Windows kaufen. Die Windows-Taste natürlich. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt erstmal den hier. Oh! Okay. Dann machen wir jetzt einfach mal gelb. Gelbe Burger, ja, bunte Patties. Dann machen wir jetzt immer pinke Stöße. Machen wir jetzt einfach pinke Burger. Wir arbeiten hier mit pinken Burgern einfach. Das sollten doch Burger sein, oder? Ich nehme es mal an, weil warum sollten hier einfach sonst so Pakete rausfallen? Ist das so? Ich weiß es nicht, Leute. Keine Ahnung. Hier, zack, erst nochmal das Cash eingesammelt. So, wir werden rich in Roblox. Dann haben wir hier nochmal Biometrolyzer. Das werden wir, glaube ich, erst gegen Ende holen oder so. Ich weiß jetzt nicht, was das bringt, weil so ein Colorizer bringt jetzt nicht unbedingt mehr Geld. Machen wir jetzt einfach die düsteren Burger. Schwarze Burger machen wir jetzt einfach. Diese Burger sind einfach verbrannt oder der Teufel schwirrt in ihnen rum. Tatsächlich haben wir jetzt sogar gleich 1000 Robux, 1000 Dollar meine ich natürlich, bei Mega Dropper. Zack. Oh. Okay, was passiert eigentlich, wenn ich mich auf diese Dings hier draufstelle, auf dieses Fließband?
Ich komme nicht weiter, weil mein Kopf einfach viel zu groß ist. Ja, wie im echten Leben auch, Leute. Wenn wir 750 Dollarius haben, können wir dann damit sogar ein neues Fenster kaufen. Zack, dann holen wir uns jetzt damit erstmal das neue Fenster-Redino. Können dann mit dem neuen Fenster sogar ein bisschen angeben. Können dann sagen, yo, zack, das hier sind meine Fenster. Seht ihr das? Was ist eigentlich das nächste Level, was wir machen können? Für 500 bei Wall 2, für 500 Dollar. Das geht ja richtig easy schnell, Leute. Da kannst du mir sagen, was du willst. Guckt euch das an. Zack, zack, so macht man Geld. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Habe ich es jetzt aufgehoben? Ja, Tatsache. Okay, dann können wir jetzt hier sogar die neue Wand kaufen. Das wird nice. Und boom. Wo ist sie hin? Oh, da hinten ist sie. Toll. Dann können wir jetzt sogar schon unser... Wir können jetzt schon unseren Magus aufmachen. Oh, guck mal, der Eingang kostet sogar 1000 Dollar. Oh, das ist aber ein teurer Eingang, ne? Das ist aber, glaube ich, mal hier mit elektrischen Schiebetüren. Tatsächlich ist jetzt unser McDonald's sogar schon ein bisschen, hat ein bisschen Form schon angenommen, wie man so schön sagt. Ein bisschen Form ist damit schon drin, ne? Ich würde nur sagen, wir gucken einfach mal weiter. Okay, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gewartet und hallo, Tatafe, was geht? Hi, hallo. was machst du denn hier? Willst du mir zugucken, wie ich meinen McDonald's... Ja, willst du mich hier beklauen, hä? Geh runter da... So, wir nehmen jetzt hier mal das Geld. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, wie ihr sehen könnt, Leute. Wir haben jetzt gerade 20.500 Cash. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich hier sogar ein bisschen weiterbauen. Und zwar nehmen wir jetzt hier erstmal die Wand 3. Somit ist dann schon die Wand 3 fertig. Bei Roof 1, das heißt dann also, der erste Stock kommt dann da rein. Bei Assign für die Post, also wir brauchen einen Briefkasten oder sowas der Art, ne? Da steht die junge Dame einfach auf meinem Geld drauf. Ich glaube, sie weiß nicht, was sie tun soll. Ich glaube, sie versteht das Spiel hier gerade nicht ganz. Ist ja auch egal, wir können jetzt hier Pillars bauen, so zack. Dann bauen wir hier den Eingang für 1000, dann haben wir jetzt schon mal richtig, richtig viel Cash verloren. Wir haben jetzt nämlich schon knapp 2.000, 3.000 verloren, zack. Dann bauen wir hier den Boden, dann laufe ich hier auch einfach mal so drüber und dann noch einmal ein Buy Register. Wir brauchen hier nochmal Stühle, das hier brauchen wir auch noch natürlich, so und zack und zack und zack. Alter, das geht aber flott jetzt hier. Man muss nur tatsächlich lange genug warten, bis das Ganze hier dann so richtig funktioniert. So, dann haben wir hier einen Schalter, den zweiten Schalter, den dritten holen wir uns dann natürlich auch. Dann müssen wir jetzt hier erstmal unsere Angestellten hier dazu holen. Dann haben wir natürlich auch schon 3 Angestellten. Dann holen wir hier die innere Wand. Dafür haben wir jetzt nicht genug Geld. Das werden wir jetzt natürlich dann auch nochmal holen. Alter, wir haben jetzt gerade binnen in Sekunden das Ding hier so... Oh, jetzt haben wir hier tatsächlich auch noch das Logo mit eingebracht. Das ist natürlich auch sehr gut, ne? Das hat jetzt aber noch 1000 Dollar gekostet. Wie sieht es hier draußen aus, liebe Leute? Wir haben jetzt hier 2400 nochmal gemacht. Zack, 2400 Cash. Bei Assign, das werden wir jetzt, glaube ich, gerade nicht machen, weil wir müssen das, denke ich mal, ein bisschen später machen, gegen Ende hin, wenn jetzt ja auch schon das ganze Ding am Laufen ist. Weil wir machen jetzt, wir müssen doch jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr Geld machen, indem wir jetzt hier neue Gäste und sowas reinkriegen, oder? Buy a Pillar, das machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal wissen, wie das hier drin aussieht, wenn wir hier einmal diese Wand einfügen. Wir brauchen nämlich noch den Roof, das Obergeschoss, bei Door und so weiter. Also man kann hier tatsächlich echt noch eine ganz schöne Menge kaufen. Eine ganz schöne Menge. Oh, ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt gerade... Ja, ich habe die Tür gekauft. Sehr gut, Lars. Ich will jetzt nicht mehr auf die Schulter klopfen, weil... Ne? Sieht jetzt nicht so prickelnd aus hier, das Ganze. Gut, dann haben wir jetzt hier nochmal 1200. Dann werde ich sogar sagen, dass wir hier einfach mal den Sign kaufen. Und dann, wenn wir nochmal 1000 haben, holen wir uns dann hier erstmal den Roof. So, wow, nice. Bei the Dings-Logo, hier das McDonald's-Logo. Dafür brauchen wir jetzt nochmal 500 Cash. Es läuft auch alles hier wie geschmiert, ne? Es läuft tatsächlich wie geschmiert hier, das Ganze. Zack, hier erstmal die 500 Cash eingecashed. Eingecashed, genau, Lars, so sieht's aus. Zack, einmal hier gekobt hier das Ganze. Mal schauen, wie das von weiter weg aussieht. So. Oh ja, das ist unser McDonald's, Leute. Seht ihr das? Wir haben sogar schon tatsächlich innen drin schon eine ganz schöne Menge eingebaut, ausgebaut oder was auch immer. Da ist das McDonald's-Logo, da ist unsere McDonald's-Filiale. Hier haben wir einen Colorizer. Ich habe zwar keine Ahnung, was das Ding bringen soll. Ich glaube, das hat nichts gebracht, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr wisst, was das Ding hier so bringen sollte oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so viel gebracht hat. Wir können hier nochmal einen Mega-Dropper kaufen und nochmal hier, ach, lauter Zeug mit echt Geld. Und Leute, mir ist auch tatsächlich eben aufgefallen. Und zwar habe ich ja mir für 5 Euro 400 Robux gekauft und ich bin aus Versehen zweimal über dieses Premium-Ding drüber gelaufen. Und damit haben die mir jetzt einfach nochmal Geld abgezogen.
Also beziehungsweise nochmal Robux abgezogen. Ich beschwere mich jetzt hier gerade offiziell an diese Leute, die das hier gemacht haben. Ich möchte gerne meine 200 Robux wieder haben, weil die einfach weg sind. Oh, man kann hier tatsächlich sogar eine Parking-Area kaufen. Also Parking-Lot, also sozusagen eine Parkstelle. Ein Parkplatz. Parkstelle, Lars, was ist los? Das heißt ein Parkplatz. Oh, guck mal, da ist wieder Tatafee. Hallo, Tatafee. Was geht da? Oder Tatafee. Hi. Wie geht's dir heute, Tatafee? Du siehst heute sehr, sehr bezaubernd aus. Möchtest du nicht gerne in meine Filiale kommen? Wir haben sogar pinke Burger hier. So, zack. Wir haben sogar pinke... Oder pink... Was? Hallo? Kannst du das bitte wieder ändern? Dankeschön. Möchtest du pinke Burger haben? Dreh dich nicht weg von mir, Tatafee. Ich habe dir doch gar nichts getan. Okay, egal, Leute. Dann machen wir das jetzt einfach so weiter. Boom. Wir können tatsächlich den Roof 2 kaufen, indem wir mit $1000 hier einmal drüber laufen. Dann haben wir tatsächlich sogar schon das zweite Roof. Das dritte Roof haben wir dann auch noch gekauft. Gerade einfach so bei McDonald's zahlen. Da können wir hier tatsächlich auch schon ein bisschen weitermachen, Leute. So sieht das Ganze aus. Wir haben sogar schon fast unsere Filiale fertig, liebe Leute. Ich würd sogar fast sagen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, was wir mit dem ganzen Geld nochmal kaufen können, und dann sehen wir uns gleich. So, also mal gucken, was wir kaufen können. Ich habe jetzt hier auch nochmal den dritten Roof gekauft. Wir kaufen jetzt hier erst nochmal das McAfee-Sign. Haben wir hier ein McAfee noch drinne. Und Leute, ich glaube, wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. Hallo Kim, wir haben einen Gast. Alter, wie cool ist das denn? Kim, Sie können sich ruhig hier hin... Setz dich ruhig drauf... Hallo, das hier ist nur für Personal. Entschuldigen Sie, Sie dürfen hier nicht rein, das hier ist nur für Personal. Oh, sie haut jetzt einfach ab. Oh nein, sie hat, glaube ich, irgendwas geklaut oder sowas hier. Oh Mann, okay, ich würde sagen, wir rennen hier einmal drüber. So, dann haben wir tatsächlich alles, was wir hier in der Küche brauchen. Warum gibt es hier nicht mehr in der Küche? Cool, dann haben wir hier irgendwie Flaschen. Sind das Flaschen? Das ist ein Kühlschrank. Dann haben wir hier grüne Fritteusen, Leckerschmecker. Das... ist doch bestimmt ganz lecker hier, das Ganze. So, dann haben wir hier auch nochmal alles gekauft. Dann tatsächlich brauchen wir nochmal den Pillar. Dann bauen wir hier nochmal einen Pfeiler hin. Dann sollten wir eigentlich sogar schon fast fertig sein, liebe Leute. Heftig. Wir brauchen jetzt noch den Parkplatz und dann ist das Ding hier für heute gegessen. Im wahrsten Sinne. Hier haben wir jetzt auch noch das hier vorne können wir dann natürlich nicht kaufen. Hier, das ist ja totaler Schwachsinn. Zack, hier erstmal das hier einkassiert. Dann holen wir jetzt nochmal den Materializer für 650. Zack, boom, bam. Dann haben wir hier, dann machen wir das Ding hier mal. Ach, ich glaube, das sollen Steine sein. Das sind gar keine Burger. Alles klar, ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe tatsächlich nie etwas dazu gesagt. Kann sein, dass es Steine sein sollen. Kann auch sein, dass es... Für mich sind es Burger, okay? Für mich sind das Burgerchen. So, wir rennen hier drüber, haben hier den Parkplatz. Und ich denke mal, ja, das ist es heute. Ist das hier der McDonald's, in dem wir unser Geld machen? Werden wir Millionäre in Roblox? Man weiß es nicht, man munkelt nur. Leute, wenn euch dieses... Oh, nö, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Das kostet $5000. Das ist der Drive-In. Okay, den will ich haben. Wir haben tatsächlich hier $8000. Können dann hiermit dann den Drive-In kaufen. Gibt es hier noch mehr? Ich glaube tatsächlich nicht, oder? Ist das hier das Ende? Ist das hier das Ende, Leute? Ich weiß es nicht. Sieht definitiv danach aus. Krass. Wir haben unseren eigenen McDonald's jetzt hier fertig gebracht und wir haben die ganze Zeit Tatafee, die hier rumläuft, und noch andere Gäste. Achtung, Tatafee. Ich glaube, das war's. Oder? Gibt's hier noch irgendwas? Wir haben es tatsächlich durchgespielt. Cool. Ja, mega nice. Oh, nein. Eine Rampe fehlt natürlich noch. Die kaufen wir hier. Dann das hier noch. Ah, das ist so nice, Alter. Kann man hier raushüpfen? Ich kann hier tatsächlich nicht aus meinem eigenen Fenster springen. Okay, Leute, arbeitet schön weiter. Ich würde mal sagen, Leute, ich verabschiede mich für heute hier in Roblox. Und zwar war das Ganze mega, mega cool, würde ich mal sagen. Wenn euch gefallen hat, lasst doch einfach mal ein Like da, liebe Leute. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr bei einem neuen Video. Glocke aktivieren, abonnieren nicht vergessen, Leute. Und ich würde mal sagen, yo, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Tschüss.